Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Herbst ist da. Ihr seht, die Blätter fallen. Die Birken sind als erstes dran dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob das immer so ist. Auf jeden Fall fällt mir das dieses Jahr extrem auf. Naja, und nun haben sie Regen gemeldet. Ich glaube erstmal die ganze Woche durch und auch nicht wenig. So, und ich habe hier so, wie nennt sie es? So Stellen im Haus, wo man halt immer darauf achten muss, dass das was, dass das, habe ich hier Spinnenweben, dass das immer schön frei bleibt, sonst regnet es nämlich rein. Erstmal hier seht ihr die Verbreiterung wieder auf dem Dach liegen. Mein Projekt, Experiment ist ja noch nicht abgeschlossen. Und dann seht ihr auch schon das Elend, dass das da alles wächst. Das habe ich letztes Jahr sauber gemacht im Herbst. Und dieses Jahr natürlich aus bekannten Gründen nicht mehr drauf gewesen. So, nun will ich mich jetzt da drauf trauen und einmal die Ecke sauber machen. Dazu werde ich mich jetzt erstmal umziehen. Das ist mir nämlich gerade spontan eingefallen, weil wir haben nämlich jetzt Sonntag. Und gerade eben waren wir mit der Family mit dem Rad unterwegs. Und jetzt fiel mir gerade ein, oh, Regen. Jetzt muss ich eigentlich mit dem Laubpuster noch das hier einmal sauber machen, bevor das hier alles fest regnet. Und den Hochtouran hier einmal reinräumen. Kinderspielzeug, ist klar. Und dann jetzt aufs Dach umziehen und dann geht's los. So, Grundausstattung erstmal dabei. Und dann geht's aufs Dach. So, jetzt sind wir auf dem Schleppdach. Hier ist das Hausdach. Da ist auch so eine Ziege. Das ist auch alles irgendwie Käse. Das muss auch alles mal neu gemacht werden hier, wenn mal Geld kommt. Aber solange das so ist, ich meine, das Dach ist 89 neu gekommen. Aber hier bei der Ecke, da hatten sie wohl keinen Bock mehr. Das Ding hier muss auch mal ein komplett neues Dach bekommen. Das ist auch alles scheiße. Das soll mal gemacht werden, aber eins nach dem anderen. Wir sind ja schon recht weit gekommen hier, das passt schon. Eigentlich, also letztes Jahr hat das noch gehalten. Achso, du meinst gleich hier, soll ich mir schon mal die Krankenwagen-Notrufnummer auf Kurzwalltaste legen? Oder? Das heißt, ich weiß gar nicht, warum die Pfanne hier so runterhängt. Ja, aber das mal gemacht werden muss. Die ganze Ecke muss eigentlich mal. Das ist eigentlich nur dieser Anschluss hier, der scheiße ist. Ja. Aber eins zur Zeit, oder wie sagt man, wa? Eins zur Zeit. Oder wie heißt das? Keine Ahnung. So. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Das Ding kann ich eigentlich nehmen. Ne, kann ich nicht nehmen. Ist marode. Ich weiß gar nicht, was das hier so ein Ding soll. Dann geben wir mal die Sachen hoch, bitte. Jo. Hier haben sie auch mal was geflickt irgendwie. Die Platten sind. Ja, du musst ein bisschen aufpassen, Schatz. So, das ist meine neueste Errungenschaft, ist das hier. Ein Herr Laubpuster, weil ihr vielleicht gesehen habt, dass mein Stiellaubpuster die Grätsche gemacht hat. Und da habe ich gesehen, Alter, das Ding kostet 100 Euro, ne? Laubpuster. Super Bewertung, Einhell-Akkus habe ich sowieso, ich bin eh im Ökosystem und ich habe bis jetzt eigentlich nur geiles Zeug von denen gehabt. Also habe ich das gekauft und ich muss euch sagen, ich bin total begeistert. Mein Vater hat den in der Hand gehabt und hat den Akku-Laubpuster von Stiel und der sagte, der pustet besser, hat er gesagt. also hat echt ordentlich Power. Dann will ich mal probieren, ob man das, den Dreck hier zwischen den Lamellen wegpusten kann. Ne? Dann habe ich hier eine Turbo-Taste. Dann hält das Ding nämlich ab. Ja, geht, ne? Wenn ich mich dann auch noch hier, wenn ich das Ding hier so in eine Furche lasse. Das Ding geht gut ab. Ja, tipptopp. So werde ich das dann machen. Also verlinke ich euch in der Beschreibung. Das Ding ist echt cool. Ich werde das gleich nochmal auf dem Platz zeigen, auf dem Hofplatz. So, an sich sieht das Dach echt gut aus. Nun kommt bloß die Hürde. Nun muss ich hier mal zwischendurch in dieser Rinne und das muss ich jetzt, hier geht's, hier ist sogar noch recht sauber, aber man sieht ja, das muss jetzt alles weg, das muss alles sauber. Jetzt muss ich mich hier immer so ein bisschen abstützen.
geht Gott sei Dank. Na, musst du einmal das Ding umkippen. Liegt zum Glück lose drauf, ne? Aber wenn du das nicht machst, dann hier läuft das Wasser nämlich hoch, weil das da nicht ablaufen kann. Dann läuft das, steigt das hier hoch und läuft dann über diese Rinne in die Scheune rein. Das hatten wir nämlich schon mal. Da hast du auf einmal das Wasser blank in der Scheune stehen. Das ist natürlich scheiße, ne? Genau. Also, ja, ich habe übrigens mal mit Robert gesprochen, meinem Kumpel. Und den sein bester Kumpel Robert. Der ist Dachdecker. Und den habe ich schon mal gesprochen, ob er hier vielleicht mal mir die Ecke hier machen kann. Ja, hat er wohl Bock drauf, dass wir das nochmal ein bisschen, diese Ecke nochmal sanieren. Wie gesagt, 89 ist hier mal ein neues Dach draufgekommen. Zum Glück, ich weiß nicht, ich glaube, die Ziegel sind aber alt geblieben. Aber der ganze Dachstuhl ist neu gekommen. Also die Sparren und Dachlatten, ne? Nicht der Dachstuhl selber. Und deswegen steht das hier auch noch recht stabil. Aber ja, ich wollte ja gerne mal das Dach komplett neu haben und dann komplett gedämmt mit Scheune. Aber da wurde mir gesagt, 100.000 Euro. Ja, moin, ne? Dann hier lassen wir das erstmal so. So, Rinne wieder einigermaßen sauber. Was heißt einigermaßen? Ist sauber. Den Pusten hat gut funktioniert, nur da hinten natürlich die Ecken, da muss ich jetzt mit der Hand nochmal bei. Jo, machen wir. Da kommst du bitte runter. Ich glaube, meine Mama kriegt einen Herzinfarkt. Ja, und ich auch. Kommst du jetzt bitte runter? Ja, gut, ich lasse das jetzt so, wie es ist, ne? Ja. Aber ist jetzt hier wieder alles sauber? Ja. Das Dach lasse ich jetzt so aus gesundheitlichen Gründen. Ja, das ist jetzt da, ist ja auch nicht so. Übrigens alles mit 4 Ampere Akkus jetzt. Jetzt so langsam werden sie aber müde, ne? Jetzt fangen sie an zu blinken. 4 Ampere Akkus, auch schon ältere Generation, also auch da braucht ihr jetzt keine, wer was, was Akkus, die ganz normalen 4er reichen dafür. Wahrscheinlich wird er mit den 5-2er oder mit den Plus Akkus noch mehr Power haben, das kann ich nicht sagen. Aber ihr seht ja, ich habe die ganze Aufwart gemacht, oben auf dem Dach. Ja, jetzt so langsam sind sie leer, ne? Also das kriege ich auf jeden Fall noch fertig damit, aber dann ist Feierabend. Apropos Feierabend, wir sehen uns gleich wieder. Ganz schön stabil die Reusen, ne? Mhm. So kommt man um Arbeit rum zu, man muss nur warten, bis Schwiegervater kommt. Eigentlich sollte ich das machen. Was? Ja. Eigentlich sollte ich das machen, was du da jetzt machst. Ich? Nee, ich sollte das machen. Ja, dann komm hier hoch. Nee, das machst du. Wieso? Du machst das gut, Opa. Ich mach das gut. Ja. Ich kam hier bald nicht hoch. Und dann sagte ich zu Enno, alt und stief und noch kein Beef. Ja. Ne? Ah, da ist er wieder. Mach doch mal lieber so eine Reihe fertig, weil wir haben nicht mehr so viele. Hier vorne die Reihe. Dann können wir hier schon mal einen Gurt drin. Wie viel hast du denn noch? Ha? Zwei. Zwei. Ja. Wo ist der Rest denn? Bist du bist ein armseliger Bruder, weißt du das? Du hast keinen Hauftrag, keinen Platten. Was hast du denn? Nix. Eine Nix. Frau, eine sehr, nee, eine hervorragende Ehefrau. So. Was? Was? Ja, genau. Hervorragend. Ja. Ja, Vorsicht! Was? Was ich sehen, du? Ja. Der Opa denkt sich seinen Teil, ja? Ich wollte gerade
Sachen überlegen, weil hier, das hier muss das erst, was? Ja. Will ich alles, wenn der Wind kommt und wir haben die dort, die nur Boden. Dann habe ich nämlich dann Schlitze. Dann hast du die Locken drin. Ja. Dann hast du Schweizer Käse aus deiner Halle. Ja. Ich auch da. Das ist so gefährlich genug, dass der da drin liegt. So, guck mal, mein neuer Anhänger. Naja, vielleicht auch nicht ganz. Zumindest mein neuer Anhänger für die nächste Woche oder so. Das ist nämlich Joke sein Anhänger, der Weizen ist gebracht worden. Und Scheiße, nur hat Joko mir die Drohnenaufnahmen gar nicht gegeben. Der wollte mir die Drohnenaufnahmen noch übermitteln. Aber ist nicht schlimm, weil wenn ich sehe, doch, das kriege ich hin. Die Drohnenaufnahmen zu der Ernte, ich sag mal so, ab in die grüne Hölle, die seht ihr jetzt. Gerade da, habt ihr ja gesehen. Und der fährt im Ammer den Anhänger jetzt in die Scheune, in die Halle rein. Weil der Weizen leider noch viel zu nass ist. Der bestimmt noch 20%, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall darf ich den so garantiert nicht in den Bunker reinblasen. Naja, wo wir beim Thema sind, reinblasen geht gar nicht. Ich wollte mir nämlich so ein Korngebläse holen. Hab gedacht, ich hatte irgendwie mal in Erinnerung, dass man die für 300-400 Euro kaufen kann. Aber aktuell finde ich nur welche für 1000 Euro oder so. Und ja, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Geld dafür. Dementsprechend warte ich, bis sich was ergibt. Aber Gott sei Dank ist das auch nur, ich glaube, das ist noch nicht mal eine halbe Tonne. Ja. Das ist das Zeug hier. Das nächste aber so schon. Also das ist nix, ne? Das ist auch viel zu feucht. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts, Opa, wa? Moin. Moin. Was? Ich sagte, das ist gar nichts. Ja, du einen dummen Kommentar, du gern. Ja, bitte. Ja. Hau raus. Jungfrau ist nicht mehr so fuchtig. Recht hast du. Ja. Ist so. Aber das sagt Joke selber. Also das ist das. Das ist dein Rucksack hier. Hans Jung. Den Eiermann da. Ja. Also das verkommt dich. 25%. Ja. Das kannst du.
Das ist nichts. Nee, der ist weich, ja, drückst du so mit dem Daumen nach. Das merkst du, wenn du reinläufst. Das merkst du, wenn du hier drauf läufst, dass das scheiße ist. Ja, und was machst du damit? Weiß ich nicht. Wegkippen für Ratten oder was? Oh. Keine Ahnung, ich kann das ja noch nicht mal den Hühnern füttern, weil das ja 6 Wochen erstmal liegen bloß wegen diesen Enzymen oder was da drin, ne? Kannst du ja nicht gleich den Hühnern füttern. Du, mal gucken, was daraus wird. Ich kann das jetzt erstmal ein bisschen rumrühren, ein bisschen. Wenn das für das legen die Hühner, keine festen Eier mehr. Da kriegen die ja gar keine feste Schale von sich. Nee, wahrscheinlich hast du recht. Ja. Tja, ne? Das war gar nichts. Ist so wie es ist das Jahr immer alt war. Ja. Ist ihm. Du. Läuft nicht immer alles mit. Ja. Wa? Ich bin froh, dass ich das nicht gedrillt habe, sonst hätte ich mir wieder was anhören dürfen. Nö, warum? Früher haben wir das, habe ich auch schon gehabt, sowas. Und hier, dann haben wir sie Misthaufenplatte hinterm Haus abgekippt. Aber dann muss beständiges Wetter sein, ne? Ja. Schön hier trocken und so und dann mit der Hake ab und zu durch. Aber die. Das ist gar nichts. Oder belüften. Wie denn? Ja, wir haben sonst, wenn wir so eine Lage hatten, haben wir Drainageschlauch reingelegt. Ne? Unten ja. Und Getreide oben drüber und dann Gebläse davor und dann laufen lassen. Ja. Ne? Ist so. Was willst du machen? Du gehst die Schicht 10 cm. Ja, vor, auch wohl 15. Tja, ich weiß nicht, was ist denn noch für schwarze Krümel da drin? Das ist. Unkraut. Was qualmen die denn so drin? Warte, du bist am Rauchen. Ja. Brand hat sie da. Warum ist es nicht? Du, was ist das denn? Das ist alles Saat vom Unkraut? Unkrautsaat ist das. Na, ja, super. Wenn ich das bei mir hinkippe, dann habe ich ja hier. Wildacker, ja, genau. Wildbumsaat. Da kannst du hier unzahlen mit den Jugendlern Gründungen. Meinst du, das geht? Und da, ne? Dann habe ich ja den ganzen Scheiß, den er auf dem Acker hat, auch bei mir. Das ist so. Hol up. Ja, siehst du, dann haben wir das auch mal gesehen. Aber auch krass, ne? Dass das nur eine halbe Tonne von einem Hektar ist. Ja. Das ist gar nichts. Was willst du machen? Du. War wohl morgen. Schkitzen Bert, Schkitzen Blocken. Blocken, so ist richtig. Erstmal Löhr, Schkitzen Löhr. Ja. Wa? Genau. Ja. So ist es. Ja. Ja. Ist was, das war. Genau. Ja, siehst du wohl. Gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese mir auch ja mal, sehen die mich überhaupt? Das ist also. Na, ein bisschen gegenlichtmäßig. So sehen die dich. So sehen sie mich. Super, ja. Sehen die dich. Full ja. HD, ne, sogar 2K. Full HD. Mhm. Hier, ich lese mir immer die Kommentare durch, ne? Und ja. Hier, ja, findest du erstmal super, hier, was sie über einen schreiben überhaupt. Auch was so. Frauke schreibt, ne? Frauke, wie hieß sie auch noch? Nee, da, oh Gott, ne, wie hieß die alte Schnalle? Hey, Katrin, nee, von München kam die da hin. Die hat Opa ja voll durchschaut, wa? Ja. Aber ich habe auch mal gegoogelt, gestalkt, die ist auch Psychologin, studiert sie. Will ich? Ja. Ja, dann kann. Also, mit der brauchst du gar nicht abends am Tisch sitzen, irgendwie ein Bier trinken, die weiß genau, was Phase ist. Ja, die hat dich direkt geschaut. Ja, die hat dann gleich geschaut. Die hat nämlich geschrieben, dass Opa früher wohl alles, nichts anbrennen lassen hat oder irgendwie so, wa? Da hat sie ja wahrscheinlich recht mit, ne? Ja, ein guter Hahn wird selten fett. Hier, da haben wir es nämlich, ne? Gut. Gut, hier. Kurt muss, er ist ein Fan, der Hangala, der AfDB. Immer noch. Ja, aber so habe ich früher nicht gesehen, dass der Laune. Nee, ja. Er hätte ja auch 50 Weiber, hat er auch. Machst du eine Ente? Eine Ente? Ja. Wieso? Nee, so. Wollt ihr die schlachten? Nee, um Gottes Willen. Darf ich nicht. Denn hast Toten Sonntag, Meier. Ja, Ente ist sauer, ist nicht. Dann wirst du zum Biobauer, dann brauchst du auch nicht mehr spritzen. Ja, richtig, genau. Ja, dann ist down. Nee, siehst du. Ja. Gut, dann haben wir das ja schon wieder, ne? Ja. Getreide ist da. Ich weiß noch nicht, ich könnte mal schreiben, was ich damit machen soll. Die Fütterung. Nö, weiß ich auch nicht. Ich habe mir hier seine Holzspalter das erste Mal gesehen. Hab ja. Nicht gefilmt, war ich dabei und hier, nö, läuft gut das Ding. Ja, ne? Ja. Ja. Und dann stelle ich ja immer wieder fest, er muss einen Hoftrag haben. Wa? Ja, muss er, ne? Ja. Ihr könnt normalerweise, habe ich auch gesagt, wie viele Zuschauer seid ihr? 70.000 Abonnenten. 70.000. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Mhm. Ja. Ja. Also wirklich top. Mhm. Auch, dass die zu ihnen halten und so und wirklich top. Wenn jeder nur 50 Cent auf sein Konto überweisen würde. Dann hätte ich einen Weidemann. Ja.
Ja, netto zumindest. Ja. Netto, ja. Ja. Weidemann. Hallo. Wer Bock hat, fragt eine Kontonummer irgendwie. PayPal ist unten verlinkt. PayPal ist unten verlinkt. 50 Cent. Müsste euch das eigentlich wert sein, die ganzen Zeit. Aber ich weiß gar nicht, wie das ist, ob, wenn ich jetzt 50 Cent bekomme von jedem, was erzähle ich denn dem Finanzamt? Meinst du, ihr Lindner wieder zuschlägt? Ich glaube wohl, dass Lindner sich davon... Die sind auch hier mal dabei. Ja, der macht sicher die nächste Party. Mit solchen Taschen ins Ausland. Ja, genau. Du hast Milliarde, du kriegst eine Milliarde, du kriegst drei. Ja. Und haben nichts auf der Naht. Wir sagen auf Plattdeutsch, kein Luz in Rauch. Aber Schmidt nimmt rum. Ja. Ne? Der Ausdruck kein Luz in Ruck, das kommt daher, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, kein Luz in Ruck. Das heißt also keine Laus im Rauch vom Räucherofen. Da ist das. Früher der Schinken und sowas wurden da geräuchert, damit die haltbar blieben. Und einige, die hatten nichts im Halt. Die waren im Alt, arm. Waren auch eben arme Zeiten und dergleichen. Ne? Und da kommt der Ausdruck, der hat kein Luz in Ruck. Ja. Ne? Keine Laus im Räucherofen. Ja, ist so. Ja. Gut. So, nur aber, oder? Warte. Das reicht. Für wir kriegen Video. Nun noch einen Kaffee oder nicht? Jetzt kriegst du einen Kaffee. Ich rühre noch eben einmal meinen Plörre um und dann gibt es einen Kaffee. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an die 70.000 Abonnenten. Ihr seid echt coole Typen und Mädels. Und ja, schaut gerne bei mir im Shop vorbei, wenn ihr stabile Verbreiterungen haben wollt oder aber Sticker. Und demnächst gibt es auch Caps. Aber so weit sind wir noch nicht. Sind in der Mache, also sind quasi unterwegs. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du musst Tschüss sagen. Nee, ein Wort zum Abschluss. Oh ja, Wort zum Sonntag. Opa kommt richtig näher zu euch rauf. Ja. Hier, also ich habe jetzt festgestellt, ich war die Tage, war ich mal im Krankenhaus. Ich nicht, sondern, ne. Haben Sie dich endlich eingewiesen? Endlich. Nee, Krankenhaus, da hilft sowieso nichts. Nee, da muss eine Tür weiter. Ja. Und hier, nee, im Krankenhaus. Und da ist mir bewusst geworden, die alle da arbeiten, wie die da rumfliegen müssen und auch für die Patienten, wie die da sein müssen. Und bei denen möchte ich mich mal bedanken. Ja. Ja, alle, die so in den sozialen Diensten sind, Pflegedienst und allen drum und dran. Ihr habt auch ja eine Bekannte, die im Pflegedienst ist. Da könnt ihr mal 50 Cent spenden. Das ja, ist wichtiger oh als mal Gott, nee, die arme Frau war ja schwarz unter Augen. Mhm. Ja. Ja. So unter Stress. Und hier Bandscheibenvorfall jetzt. Ja. Weißt du warum? Ja, die alten Omas, ja, die Fetten. Die auf Endmaß sitzen ja im Stuhl und fressen sich fett von Langeweile und dann kannst du ja immer rumquillen. Ja. Ja. So, die im Pflegedienst müssen auch einen Hoftrag mit haben. Ja, brauchen wir auch beide, Mann. Ja. Oh, okay. Mann. Alles klar. Also, Sozialleute, ihr seid top. Ja, bis denn dann. Tschüss.